Ja, der Kutum soll hier gehen. Kutum an der Achtuba, mal wieder schön auf der Insel. Und es werden tatsächlich Trophys gefangen. Ich hoffe ja gar nicht auf Kutum. Wenn das Ding reingeht, wäre das natürlich sensationell. Aber insgeheim, naja, ich weiß es nicht, ob das Ding wirklich mal reinballert. Ich probiere es aber natürlich. Ich hatte vor 3 Tagen schon mal gesehen, da gab es einen Beitrag im VK, da gab es so einen Post hier an der Stelle. Und habe es dann aber die ganze Zeit bisher noch nicht geschafft zu testen. Und heute kommt dann, na guck mal, eine Aralbarbe, nicht schlecht, nicht schlecht. Heute kommt dann der Blickgamer in den Chat im Livestream und sagt allen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Imagine, Alter, da zieht der hier einfach mal, gucken wir mal eben rein, Kutum. Wöchentliche Rekorde ist er doch bestimmt drin, oder? Wer fängt schon in Kutum, Alten? Wo ist er? Ja, und den Kutum, den normalen, also nicht den am Donetz, sondern eben hier, da haben wir es doch. Na, das ist er doch hier bestimmt, oder? Genau, Krabbe und Fischpellets, Flusskrebs. Alter, Krabbe und Fisch und Flusskrebspellets. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche, bloß andersrum. Exakt, bloß andersrum. 5,2 Kilo, Alter, was ein geiles Teil. Schön, schön, schön. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Oh, irgendwas ganz Kleines. Das ist natürlich nicht schlecht. Und da hat er mir auch die Futtermische geschickt. Und da gucken wir gleich natürlich auch nochmal rein. Erster Fisch jetzt hier gerade. Ich habe so zu den Abendstunden so alles schnell zusammengetüttelt und rausgeschmissen. Oha, ich kann die Bremse ein bisschen hoch machen. Aber, ja, es war dann vielleicht ein bisschen knapp. Also ich würde sagen, man sollte schon rechtzeitig zu den Abendstunden da sein. Damit man dann hier nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht rechtzeitig eben am Spot ist. Einiges an Futter ist mittlerweile auch schon im Wasser gelandet. Ich habe ein paar Mal ausgeworfen und man wirft quasi so hier in diese Area da so hin. Und das ist auf der Map diese winzig kleine Insel. Also hier die kleine Insel, grob hier in Richtung von dem 8 Meter Loch auf 25 Meter das Ganze. Und dann raus damit. Ich hatte gerade schon einen Stör drauf. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich vielleicht doch ein bisschen dicker reingehe und nicht ganz so fein wie jetzt gerade. Ist vielleicht ein bisschen riskant, oder? Andererseits, ein bisschen Risiko muss man vielleicht eingehen. Aber ich glaube, ich bleibe hier. Ich habe die anderen Routen auch so auf 27. So bin ich auch zurzeit am Kupfersee unterwegs und das passt eigentlich ganz gut. Ich bleibe einfach so ungefähr auf dieser Gewichtsklasse. Damit kommen übrigens auch, also damit kommt das gesamte Setup schon richtig gut klar. Ich nehme mal das jetzt hier, Einserhaken. Ja, und das hier ist die Kombi, ne? Also schön mit Flusskrebs und Krabbe und Fisch mit Flusskrebs dann auch nochmal als Dip. Und dann, wie gerade schon gesagt, halt auf 25 Meter. Puh, raus damit. Zack. Jawohl. So, nochmal ein bisschen stramm ziehen. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann hoffen, dass da noch ein bisschen was Spannendes reingeht. Bisher sieht es so aus. Persischer Stör. Direkt als erstes. Da muss ich ja sagen, finde ich ja mega geil. Mein Lieblingsstör. Der persische Stör. Das sieht einfach richtig geil aus, das Ding. Mega, mega nice. Allein auch von der Färbung. Dieses bläuliche, dieses blau-grau. Super, super cool. Ja, den nehme ich natürlich auch gerne als groß. Allerdings vielleicht doch nicht so gerne auf diesem feinen Mittelklasse-Setup. Das doch eher nicht. Da lieber noch ein paar Sterletten. Die können hier gerne reinballern. Ja, und jetzt heißt es an für sich. Es ist 10 Uhr morgens. Tja, jetzt heißt es wieder warten. Bis in die Nacht. Das Ding ballert nachts rein. Heißt, abwarten und hoffen und gucken, ob vielleicht in den nächsten Abendstunden was reingeht, ob vielleicht noch was läuft. Also, es stehen mehrere schon hier und testen und probieren. Es gibt schon einiges auch an Feedback, so in Richtung Alden, Kutum läuft. Und ja,
offenbar gehen die wohl rein. Aber es ist natürlich und es bleibt natürlich ein super seltener Fisch. Und es ist super selten, dass der dann halt überhaupt reingeht. Das heißt einfach mit Geduld, irgendwann ballert er rein. Man kann übrigens hier vorne verkaufen, wenn man mal zufällig die Taschen voll hatte. Ich hatte gerade noch ein bisschen was vom Kupfersee in der Tasche. Hab das mal eben verkauft. Und jetzt können wir hier entspannt abwarten und in den nächsten Tag reingehen. Es kann gut sein, dass jetzt den Tag über hier vielleicht noch ein paar Sterlet reingehen. Ansonsten gucken wir einfach gleich nochmal, was hier geht. Na, und jetzt hat sich endlich noch was erbarmt. Ja, absolute Katastrophe. Also, das hier ist nichts. Wenn du Bock hast auf verschiedene Fische, wenn du Bock hast auf Frequenz, wenn du Bock hast darauf, dass du hier einfach mal eben ein paar Fische fängst. Super tricky das Ganze. Und jetzt hier nach über einer Stunde kann man sagen, ja, den Fisch, den fängt man nicht so einfach. So sieht es aus. Eine Stunde und 20 Minuten, da war der erste Fisch da, der persische Stör. Die Nacht über, dann eben noch die Barbe, Sterlet und so weiter. Den gesamten Tag über nichts. Absolut nichts. Und jetzt gerade mit einem anderen Köder nochmal getestet. Mit der Muschel. Da ist jetzt hier gerade das Sterlet nochmal draufgegangen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Immerhin. Jetzt geht hier gerade auf der Mitte auch nochmal was. Ist schon drauf. Ja, ist sogar schon drauf. Aber irgendwas Winziges. Also ganz, 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 ganz tricky hier das Ganze. Auf jeden Fall einen Spot mit viel Geduld. Diesen Spot gab es vor Monaten auch schon mal oder auch immer mal wieder. Also es wird hier immer mal wieder eben auch Kutum gefangen. Sterlet, muss ich sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Gerne hier auch mehr. Vielleicht das Ganze hier auch einfach mal entspannt mit dem Tauwurm testen und der klassischen Stör-Futtermische. Zack, hier auf 25 Meter. Na guck, jetzt in den Morgenstunden bimmelt es auf einmal so langsam hier los. Aber das Ganze ist schon extrem tricky. Hatte ich eigentlich in dem ganzen Theater jetzt hier und dem langen Warten die Futtermische schon gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Gucken wir jetzt gleich natürlich nochmal eben rein. Und dann haben wir doch hier an für sich alles gezeigt. Marmor, tatsächlich noch ein Marmor, alter Falter. Ja, Wahnsinn. Ich würde hier auch tatsächlich gar nicht so ganz super fein reingehen. Ich bin jetzt hier mit 27 Kilo unterwegs. Auf jeden Fall ausreichend Schnur mitnehmen. Denn hier bei der starken Strömung und bei der freien Area, hier können die Fische überall hin abhauen. Also hier, ich würde sagen, gerne mit 300, 400 Meter Schnur lieber reingehen, ausreichend Schnur dabei haben, denn ja, das kann hier ganz übel enden. Man kommt hier halt einfach nicht weg, man ist komplett ausgeliefert und wenn was Dickes hier drauf geht, dann wird man wahrscheinlich sonst einfach leer gezogen. Ja, wir gucken trotz allem nochmal kurz in die Futtermische rein. Das war die Futtermische, die auch der Blick Gamer mir geschickt hatte, also mit Rapsamen als Basis komplett hier auf Flusskrebs. Die beiden Feedpellets mit drin, Krill mit drin und Wandermuscheln. Man kann das auch noch ein bisschen variieren. Man könnte zum Beispiel statt Krill auch noch Lehm mit reinmachen. Das werde ich mit Sicherheit beim nächsten Mal auch nochmal machen, beim nächsten Test. Jetzt gebe ich dem Spot erstmal wieder ein bisschen Pause. Also beim nächsten Mal, wenn ich hier nochmal hingehe, teste ich das dann statt Krill mit Lehm. Das macht das Ganze ein bisschen kompakter. Die Wirkzeit wird erhöht. Also die Dauer, die wir ja hier oben sehen, wird ein bisschen erhöht. Aber wichtig ist, sowas funktioniert eben häufig auch ganz gut für Fische, die eher so auf dem Untergrund unterwegs sind. Und deswegen passt das schon mal ganz gut. Das mit dem Krill mit Sicherheit auch nochmal ein positiver Faktor auch für die Sterlet. Aber im Großen und Ganzen bin ich so ganz zufrieden. Also für die Fische, die hier reingehen. Für ein Kutum leider nicht. Aber immerhin einige Sterlet, persischer Stör. Das wäre natürlich nice, wenn man das nochmal ein bisschen gezielter beangeln könnte. Aber einen sehr seltenen Fisch, den angelst du halt nicht gezielt. Genauso eben wie den Kutum. Das gezielt zu beangeln ist quasi gar nicht möglich. Heißt also, wir müssen einfach immer darauf warten, dass der Kutum irgendwann mal reingeht. Und irgendwann wird er auch reingehen. Eines Tages wird er mal als Trophy reinballern. Ja, das heißt abwarten, weiter probieren, weiter probieren, weiter probieren. Hier jetzt auch nochmal aus der Vergangenheit. Flusskrebs, Pellets 14, Krabbe und Fisch
Also hat auch vor Monaten schon mal funktioniert mit der gleichen Köderkombination. Und irgendwann ballert das Ding auch mal als Trophy rein. Toi, 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 wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen. Viel Erfolg, dass der bei dir vielleicht reingeht, hier der Kutum. Ich teste jetzt, naja, vielleicht so in 2 Stunden nochmal und guck vielleicht nochmal bei einem anderen Wetterverhältnis da rein oder so. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, immer Abendstunden bis in die Morgenstunden, die Nacht über. Da hat man einfach die größten Chancen, dass da was Gutes reingeht. Petri, bis zum nächsten Mal.